Es ist der erste Tag schon der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Letzte Woche SVP-Präsident Oli Brunn, heute FDP-Präsident Philipp Müller. Zum vierten Mal hier in dieser Sendung. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Darum nicht die übliche Frage, wer sind Sie, sondern wer hätten Sie wollen sein? Was haben Sie wollen werden, Herr Müller? Was ich wollte werden? Ja. Ich bin da geworden, wo ich wollte werden. Gipser von Beruf. Ja, das ist alles falsch. Sie wollten ganz etwas anderes werden. Ja, es geht. Soll ich es Ihnen sagen? Ich zeige es Ihnen. Ja, jetzt zeigen Sie mir das Beweis. Genau. Beweis. So vielen Leuten fühlt er sich wie alles Mick klar. Jagger. Man hat mir verboten, diesen da zu machen. Also, diesen da. Aber Sie haben es gleich gemacht. Denen kann man nichts verbieten. Das wollen Sie einfach mal. Sie wollten Rockstar werden, wollten auf die Bühne gehen. Ist zwar nicht gerade so ein grosses Publikum wie bei den Rolling Stones, aber immerhin, oder? Also, wir sind nicht viel weniger gewesen. Wir haben immerhin 1600 Nasen. Das haben die das letzte Mal 1967 von ja, so wenig gespielt. Ja, klar. Ich war ja am Konzert von den Rolling Stones in dem frühen Sommer. Sind Sie? Ja, bin ich nicht gewesen. Jetzt haben Sie gestern in der Zeitung gesagt, ist mir folgendes Zitat aufgefallen. Kürzlich war ich am Rolling Stones-Konzert in Zürich mit einem T-Shirt von Krokus. Chris Van Rohr hat es mir geschenkt. Da bin ich auf dem Boden gesessen und habe eine Bratwurst gegessen. Das war beste Werbung für die FDP. Da muss ich jetzt sagen, wieso soll ich jetzt FDP wählen? Wegen der Bratwurst? Dafür, weil Sie den Chris Van Rohr kennen oder weil Sie am Boden gesessen sind? Also zuerst mal ist es wichtig, dass Sie FDP wählen. Warum ist mir denn eigentlich gleich? Nein, aber das ist ja Ihr Argument. Aber nein, das ist ein Teil davon. Ich habe eine Frage beantwortet von einem Journalist. Und die Frage ist eben schon noch interessant. Wenn man an ein Krokus-Konzert, nicht an ein Krokus, aber mit einem Krokus-Liebling an ein Rolling Stones-Konzert geht und man hockt am Boden und isst eine Bratwurst, also quasi ich bin einer von euch, aber nicht aus Show, sondern weil es authentisch ist. Und die Leute vorbeilaufen und sagen, hey, schau da, die FDP ist auch da. Dann ist das eben gut. Das heisst eben, wir sind authentisch. Und ich sage nicht nur ich, sondern wir sind authentisch. Wir machen halt einmal das oder wir machen das. Die anderen gehen mit den Flügen ins KKL und ich gehe jetzt halt das Rolling Stones Konzert. Also ich will, dass man das weiss, dass man darüber redet, dass sie die Zeit ist. Aber dass wir noch darüber reden. Nein, aber sie haben gesagt, reden ja darüber. Ich bin vom Journalist gefragt worden und habe eine gut, aber Sie haben ja gesagt, die FDP soll sexy werden. Ist das ein Teil von Ihrer Aktion, sexy werden mit der Bratwurst am Boden vom Hallenstadion? Sexy werden heisst in dem übertragenen Sinn einfach, dass wir so schwätzen müssen, dass uns die Leute verstehen, dass wir oben runterkommen müssen und nicht immer eine super Idee haben, politische. Ja, das haben wir nicht, aber wir machen gutes Handwerk. Sagen wir es mal so, die FDP steht für gutes Handwerk. Ja, für gutes Handwerk, politisches Handwerk. Das heisst, etwas, wo die Leute etwas haben davon. Wie ein Handwerker, da haben die Leute auch etwas davon. Und das heisst aber auch, das Handwerk machen und nicht eine Dissertation schreiben als Begründung, warum wir das machen, wo die Leute nachher nicht verstehen. Also tun Sie nicht sagen, was Sie nicht machen, sondern eher, was Sie machen. Sie haben noch einen anderen Satz gesagt über den ich stolz. Wir machen nicht Wahlkampf um des Wahlkampfs willen als Selbstzweck. Also, wieso haben Sie das gesagt? Wer ist je auf die Idee gekommen? Also, irgendwie haben Sie schon gedacht, dass man Ihnen das unterstellen könnte. Zeigt nicht sehr viel Selbstbewusstsein, wenn Sie das erwähnen müssen. Ja, wenn Sie mir wenig Selbstbewusstsein unterstellen, dann freut mich das. Ja. Weil es gibt ja Leute, die sagen genau das Gegenteil und eingemietet stimmt es dann wieder. Warum habe ich in das Wirklichkeit gesagt? In Wirklichkeit haben Sie offenbar nein, wenig Selbstbewusstsein. Ich habe es wirklich gesagt und es ist schön, dass Sie jetzt das Ganze nochmal spielen, dass halt die Leute nochmal sehen, weil es ist in der Tagesschau schon gekommen. Der Hintergrund ist einfach der, die Leute haben es irgendwie, man merkt es jetzt, obwohl es noch etwa 7 Wochen geht bis zu der Wahl, jetzt schon, die Leute haben es irgendwie da oben. Ehrlich? Sprüche von Politikern, von Politikerinnen, die wunderschönen Plakate, ich muss sagen, ich habe Plakate aufgestellt, irgendwo nervt es. Und ich verstehe es, dass die Leute nervt. Und darum habe ich gesagt, wir müssen Wahlkampf machen. Sonst wissen die Leute gar nicht, dass wir überhaupt da sind. Und sonst weiss nicht einmal der Herr Schawinski, der Parteipräsident. Wow, das ist aber eine Erkenntnis. Und aber dann fragen Sie mich am Schluss, wie Sie mich vor der Sendung gefragt haben, von welcher Partei das ich bin. Und das darf nicht passieren. Darum, wir machen nicht nur Wahlkampf, sondern wir wollen auch sagen, es geht nach den Wahlen weiter mit seriöser politischer Arbeit. Gut. Ja, das ist so. Aber wir haben im Vorfeld haben wir eher einen Gaga-Wahlkampf. Wir haben den Willi-Song von der SVP. Und sie steht nicht weit hinten drin. Das ist das Plakat von ihrer Zürcher Partei, das soll witzig sein. Es sind 4 Leute drauf. Sie haben in Zürich nur 4 Sitze, also eine Kleinpartei in Zürich. Sie die 4 promoten. Ich habe gemeint, sie wollen wachsen. Dann müssen sie sich die neuen zeigen. Herr Müller. Wissen Sie, vielleicht zeigen Sie nicht das ganze Plakat. Doch, hey, hallo. Ja, aber es kann ja sein, dass Sie einen Haufen Reserven haben noch in den Schubladen. Und ich nehme an, die nehmen sie dafür nach den Wahlen, weil nach den Wahlen brauchen sie mindestens 2 Schuhe mehr. Ja, nein, aber die wollen doch einfach wiedergewählt werden. Dann ist es gleich. Aber sie wollen ja gewinnen. Ja, wir wollen gewinnen, selbstverständlich. Aber da heisst ja, die 4 hier, die werden sicher wieder gewählt. Da habe ich keine Bedenken. Da muss man ja gar kein Geld ausgeben für die. Mal.
Es geht doch darum, dass man Werbung macht. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Also, Sie haben auch schon eine Ahnung von Marketing. Vor allem, wenn Sie sich selber vermarkten. Und da mache ich ja die auch zu Recht. Und ein paar Schuhe auf Reserve, das reicht nicht. Die haben mindestens 2 bis 3 Paar Schuhe Reserve, die sie nachher nach der Wahl können. Ich sage, das ist ein bisschen Blabla. Aber schauen wir noch ein bisschen. Sie haben mir das Plakat unter die Nase gegeben. Genau, und Sie haben es irgendwie, oder Ihre Zürcher Partei hat es in Auftrag gegeben. Also, Sie haben ja eigentlich viel Fortune in letzter Zeit. Alles läuft gut. Sie haben Glück, die Mittepartei. Die kriselt. Die SVP, sagen sie selber, hat sich radikalisiert. Also ohne ihres Zutun sind sie plötzlich. Sie haben einen einzigen Fall gehabt, der zu einer Krise werden konnte, nämlich den Fall Markwalder Kasachstan. Schauen wir mal, wie sie dort reagiert haben. Fakt ist, es gilt nichts zu beschönigen. Es ist kein Grauzonenbereich. Es gibt Kommissionsgeheimnisse, die verletzt worden sind. Das ist völlig klar. Ich kann Ihnen garantieren, dass wir ganz klar in der Partei innen hart werden zur Sache gehen. Wir wollen Transparenz. Wir werden keine Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten von einzelnen Parlamentsmitgliedern. Christa Markwalder war etwas unvorsichtig bei dieser Interpellation. Das sind ja nur Fragen an den Bundesrat. Sie ist hereingefallen. Also, sie hat Nerven verloren, haben sie sofort getroppt, also auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Nachher ist sie ja dann freigesprochen worden, etc. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da haben sie nicht ihre beste Rolle gehabt, Herr Müller. Glaube ich nicht. Das Echo kann natürlich nicht allen gefallen, das ist selbstverständlich. Aber wenn man so eine Situation hat und man muss den Moment anschauen, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Interview gemacht habe in diesem Radiostudio, dann ist zu selber Zeit, die Situation zu beurteilen, wie sie eben dann zumal war. Aber der Dumme darf als Parteipräsident eine der profiliertesten Parlamentarier der eigenen Partei gerade so abtischen. Chabis. Chabis, einmal. Okay. Ich weiss, wie viel habe ich noch Chabis? Noch 7. Aber der Rekord ist sowieso bei 12. Ja, irgendwo, ja. Bei Ihnen. Wieso kommt man bei Ihnen immer Chabis zu? Weil ich nicht keine gute Antwort in Sinn kommt. Weil sie keine gute Frage stellen. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind Sie jetzt wirklich auf dünnem Eis. Ja, also jetzt werden wir schnell seriös. Ja. Zu diesem Zeitpunkt war es wichtig, dass man den Leuten sagt, liebe Leute, wir nehmen den Fall ernst, wir wollen Transparenz, das haben wir immer gesagt, das ist auch richtig so. Und ja, natürlich, wir haben gesagt, wir werden durchgreifen. Wir haben zum Beispiel den anderen Fall, den Walter Müller, der ja die Reise gemacht hat auf Kasachstan, haben wir daran gehalten, dass er die Reise zahlt, das hat er gemacht. Und wir haben der Christa Markwalder gesagt, leg alles auf den Tisch, das hat sie gemacht, sie ist transparent. Sie haben sie vorverurteilt. Nein, das ist ja nicht wahr. Sie haben natürlich jetzt hier einen schönen Teil, von dem Interview das ist in sich selber aus, ist das ja, natürlich. Aber wenn Sie jetzt noch den Folgeteil noch würden abspielen, dann sagten Sie, dass ich gesagt habe, es liegt an den Kommissionen der Zuständigen vom National- und vom Ständerat, das zu beurteilen. Aber Sie als Parteipräsident natürlich nicht. Da haben Sie es nicht eingespielt. Ja, klar, das ist ja logisch, so ist der Ablauf. Aber wie lange reden wir noch von der Markwahl? Nicht mehr. Jetzt reden wir über die 3 grossen Themen von uns. Ich weiss, es ist schon angenehm für Sie. Reden wir über Sachen, die vielleicht ein bisschen weniger unangenehm sind. Für Sie, für die Welt vielleicht ein bisschen anders. Wir reden über die Flüchtlingssituation, wir reden über die Schweiz, EU und wie der Bundesrat soll aussehen nach der Wahl. Fangen wir an mit der Flüchtlingssituation. Das sind Bilder von letzter Woche. Die Welt erschüttert, dann immer schlimmere Bilder, die wir haben. Grenzen Mazedonien-Ungarn, wo ein riesiger Flüchtlingsstrom ist. Das Ganze hat sich dann bis an die Grenze eben zu Ungarn angebracht. Ungarn hat sich schützen mit einem so einem Zaun, wo dann die Leute unten durchgekrochen sind, wenn jetzt die Mauer machen. Und dann die ganz schlimmen Bilder von dem Lastwagen, wo 71 Leute versteckt worden sind. Das heisst, wir haben jetzt ein Problem, das auch immer näher zu uns ankommt. Und Sie haben als FDP-Präsident, Sie haben eine Lösung oder einen Lösungsvorschlag, nämlich das mit den Schutzbedürftigen. Können Sie es kurz erläutern? Also zuerst einmal die Bilder, die berühren, glaube ich, alle Leute. Da kann man jetzt also keinen Spass mehr machen darüber. Das ist jetzt also etwas, wo ich glaube, also der härteste Hardliner, der eh kein Ausländer will im Land und kein Flüchtling sowieso berührt. Ja, Sie haben recht, mit dem sind Sie sicher, wenn man online schaut, dass da gepostet wird. Mhm. Nur, wir dürfen jetzt nicht von der grossen Mehrheit ausgehen. Dass Sepp unter jeder Schublade ist oder unter jedem Hund, ist glaube ich, allen klar. Aber jetzt haben wir eine Situation, die nicht einfach morgen fertig ist. Und da geht es doch jetzt mal darum, wie kommen wir mit der Situation zu Gang. Und wenn, also, ich sage, wenn ich sage Schutzbedürftige, heisst das einmal zuerst ganz klar, die Leute kann man nicht zurückschicken.
Das ist, hat mit dem Status selber nichts zu tun. Dass man die Leute nicht zurückschicken kann, da ist herrschende Lehre. Das ist eine Parlamentsmehrheit, das ist eine Bevölkerungsmehrheit, die dieser Meinung ist. Das haben wir auch nie in Frage gestellt. Es gibt andere, die das in Frage stellen und sagen, zumachen, Armeegrenzen und so weiter. Eben, das, was halten Sie von dem? Ich sage jetzt bewusst nicht. Der Toni Brunner, Ihr Konkurrent, ich weiss, Kollege, je nachdem, hat gesagt, eben, Grenzen zumachen. Ja, aber ich rede jetzt von den Schutzbedürftigen. Ja, wir können gerade noch mal auf Toni Brunner ist kein Schutzbedürftiger. Nein, ich weiss. Ja, vielleicht, ich weiss nicht. Also gut, er hat drei Sachen gesagt. Eben, er hat gesagt, Grenzen zumachen, keine Asylanträge mehr behandeln und aktiven Widerstand. Ja, also wie viele von diesen Sachen würden Sie unterstützen? Kenne ich. Das habe ich übrigens auch öffentlich mehrfach gesagt. Auch die Frage, haben wir ein Asylchaos, das ist ja so propagiert worden, habe ich ganz klar mehrfach gesagt. Nein, haben wir nicht. Wenn wir meint, wir hätten ein Asylchaos, dann soll man genau diese Bilder anschauen. Dann weiss man, was Chaos ist. Aber sie hat gefragt nach dem Schutzbedürftigen. Genau. Der Vorteil des Status des Schutzbedürftigen ist, dass die Menschen hier bleiben können. Sie kommen da über, wo sie für sich nötig haben. Sicherheit, medizinische Versorgung, Kleider, Nahrung, Dach über dem Kopf, alles das. Aber keine Sozialhilfe? Aber keine Sozialhilfe. Mit der Option, wenn sie im Herkunftsland bessert, dass sie können zurück geschaffen werden, dass sie wieder das Land verlassen. Aber sie haben den Schutz in der Schweiz. Das hat den Vorteil, dass man nicht aufwendige Leerläufe, Asylverfahren durchführen muss, wo eh das Resultat schon klar ist, nämlich negativen Entscheid, aber eine vorläufige Aufnahme. Die vorläufige Aufnahme funktioniert in der Praxis nicht. Erstens, es gibt Sozialhilfe, volles Programm, das heisst, die ganze Sozialhilfe, wie es ein Schweizer bekommt, wie es ein anerkannter Flüchtling bekommt. Und damit ist es eigentlich klar, die Leute können auch arbeiten, sie können später die Familie einholen. Damit ist eigentlich klar, dass der Charakter von dieser Asylpolitik darauf ausgerichtet ist, die Leute können definitiv da bleiben. Und wir wollen eigentlich die Option offen behalten, dass wenn sie im Herkunftsland in absehbarer Zeit, ich sage in absehbarer Zeit, wieder friedlich wird, das heisst irgendwie 2, 3, 4 Jahre, aber wieder friedlich wird, schauen Sie, wie damals Bosnien. Ja, aber wir das haben... ist doch viel etwas anderes. Nein, also das viel ist... schlimmer, was jetzt geht. Ich meine, nein. Wir haben 4 Jahre schon den Krieg. Moment. Städte werden verbombt, etc. Also, sie... Und darum frage ich Sie, ja, ist das nicht einfach eine psychologische Pflasterli-Politik, zu sagen, weil, was ist, wenn ich vorgehe, wer glaubt, dass in den nächsten 5, 7 Jahren in Syrien wieder lebensmässig gute Bedingungen herrschen? Ich will gerne eine Antwort geben. Ja. Wir haben es nicht nur mit Syrien zu tun. Sie wissen, dass die Eritrea die oberste Kategorie ist. Ist ein spezieller Fall. Syrien kommen wir erst jetzt. Ein spezieller Fall ist Eritrea. Ja nicht, weil solange sie in der Zahl zuoberst sind, müssen wir uns auch über die Gedanken machen. Wir haben in Eritrea haben wir eine Anerkennungsquote von 52,5%. Bei den Syrern, und das ist das, was mich erstaunt, haben wir nur 30%. Aber das wird sich jetzt aber nicht angeben, dass in Eritrea die Lage schlimmer ist als in Syrien. Also das wird sich auch, ich frage nur, ob sie jetzt vor der Wahl sagen, hey, wir haben eine Lösung, die gehen alle wieder zurück. Aber wenn man anschaut, wie die Welt, darf ich es kurz sagen, die weltpolitische Lage sich entwickelt, gerade im Nahen Osten, kann man doch nicht annehmen, in den nächsten Jahren, dass es dort wieder gute Moment, Lebensbedingungen gibt. Und darum frage ich Sie, wenn Sie aber 5 Jahre da wären, die schutzbedürftig, oder 10 Jahre, kann man Sie dann noch zurückschicken? Nein. Moment. Zuerst mal, nein, man kann Sie nicht zurückschicken. Nein, kann man nicht. Wir haben aber wie viele Jahre? Aber Herr Schalinski, wenn Sie mir eine Frage stellen, dann nehme ich an, dass Sie interessiert sind an der Antwort. Eben, aber wie viele Jahre? Aber ich werde ja jetzt gerne die Antwort. Sagen Sie. Kann ich? Gut, ich nehme einen Anlauf. Es steht im Gesetz, dass man nach 5 Jahren eine Härtefallbewilligung erteilen kann. Steht im Gesetz. Im Übrigen, wenn man schaut, was passiert ist, in den 90er Jahren, 97, 98, haben wir doppelt so viele Asylgesuche gehabt wie heute. Wir haben über 105'000 Menschen gehabt im Asylprozess. Jetzt haben wir die Hälfte. Was war anders gewesen damals? Da werde ich immer wieder gefragt. Damals hat der Bundesrat kommuniziert, die Menschen müssen wir nehmen, die kann man nicht zurückschicken. Es war damals Krieg. Ja, wissen Sie, im Balkan. Das war relativ kurz. Aber doch, es war Kriegssituation. Und wo man sie genommen hat, die Leute, hat man nicht gewusst, wie lange der Krieg geht. Es war ein riesiges Chaos dort unten. Und eben, es hat geschossen, es hat bombardiert. Die gleiche Situation ähnlich wie Syrien. Syrien ist weniger überblickbar. Nur, damals war die Kommunikation vom Bundesrat, gewesen, solange die Bedrohungssituation da ist, nehmen die Leute auf. Und wenn sie weg ist, die Bedrohungssituation, gehen sie wieder. Aber dort hat Europa können eingreifen. Aber sie, Herr Schalinski, Moment, ich bin noch nicht fertig. Da hat, ja, NATO hat eingegriffen in Serbien. Ja. Aber nein, doch, ja, es geht nicht jetzt nicht um das. Es geht darum, man hat damals Politik gemacht, von, wenn es befriedet ist, das Land, schickt man sie. Gut. Jetzt macht man Politik, Kommunikation ganz anders. Und da kann das Bundesamt, das zuständig ist, das Staatssekretariat für Migration, dass man sagt, von Anfang an, die kann man eh nicht mehr zurückschicken, gerade mit der Integration anfangen. Das ist nicht falsch, in Fällen, wo man die Flüchtlinge anerkennt,
wo sie an Leib und Leben wirklich verfolgt sind mit einer persönlichen Situation, Flüchtlingsbegriff im Sinne der Flüchtlingskonvention. Und wenn ich sage, nehmen Sie als Schutzbedürftige, dann ist mir auch klar, dass das ein provisorischer Status ist, aber mit der Option, wenn es wirklich Ruhe gibt dort unten, kann man sie wieder schicken. Okay. Und sonst tut man sie halt eben dann gleich noch integrieren. Ah, okay. Und Sie und ich wissen nicht, wie lange das denen, was dort unten noch kriegen wird. Länger als es uns allen lieb ist. Und ja, das ist eh schon zu lang. Reden wir mal über Schweiz und EU-Verhandlungen, bilaterale. Sie sind Anfang des Jahres bei mir der Sendung. Sie haben Folgendes gesagt. Und also wenn ich höre, kleiner Spielraum, muss ich Ihnen einfach sagen, kein Spielraum. Eben. Also was soll das? Also, man hat keinen Spielraum, man tut überhaupt nicht, man kann über nichts verhandeln, es hat sich wahrscheinlich nichts verändert. Und dann haben Sie noch Folgendes dazu gesagt. Wenn die Personenfreizügigkeit fällt, dann fällt auch Schengen früher oder später. Und dann sind wir dann wirklich ein Asterix-Dorf. Also, Sie sind ja bekannter Asterix-Fan, aber Sie wollen nicht das Asterix-Dorf haben, wo Sie drin leben. Sie sagen, Sie wollen die Bilateralen auf jeden Fall retten und sagen auch, es muss eine Abstimmung geben vor Ende 2016. Was ist das für eine Abstimmung? Was steht also, zuerst einmal, wir haben jetzt einen Verfassungsartikel, der 121a, Masseneinwanderungsinitiative bekannt, seit dem 9. Februar 2014. Jetzt ist das Parlament dran, wenn dann die Botschaft einmal kommt ins Parlament. Jetzt haben wir erst die Vernehmlassung gemacht, alle Parteien können ihre Meinung sagen dazu. Jetzt kommt dann irgendeine Gesetzesvorlage, Ausführungsgesetz ins Parlament. Und dann wird irgendetwas Referendum ergreifen. Sie? Moment. Sie wollen ja eine Abstimmung. Tun Sie es ergreifen? Nein, ich will keine Abstimmung. Sie haben gesagt, Sie wollen eine Abstimmung vor 2016. Herr Schawinski, ich würde es gerne erklären. Ja. Wir werden ein Gesetz machen. Ja. Ist es hardcore, also hart, buchstabengetreu? Das heisst, die Bilateralen sind weg, wenn man sie so anwendet. Gibt es ein Referendum von links? Und allenfalls von was weiß ich wem. Da wollte ich es nicht vorgreifen, weil ich das Gesetz noch nicht kenne. Ist es aber irgendetwas Wischiwaschi-mässiges, gibt es ein Referendum für rechts. Also wir haben eine Referendumsabstimmung zu erwarten und die wird sein am 27. November 2016. Und dann wird die Abstimmung kommt ohnehin. Gut. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, was dass man dann... Ja, ich sage es. Was passiert, wenn denn das Gesetz dort abgelehnt wird in dieser Abstimmung? Nein, in dieser Abstimmung könnte es, und da bitte ich den Bundesrat, und da werden wir auch darauf hinschaffen, eine Alternative zu bieten, das heisst, einerseits der Volkswille muss beachtet werden. Es kann das Volk bestimmen, ob sie die Umsetzung 1:1 in der Verfassung steht, wie sie schon mal gesagt haben dazu, im Gesetz wenden, ja oder nein. Mit dem Preis, dass man ein Problem hat mit den Bilateralen. Da muss man uns nichts vormachen. Darum stimmt die Aussage immer noch. Die stimmt immer noch. Und dann gibt es parallel dazu einen Vorschlag, der Einwanderungsbeschränkungen ebenfalls bringt, aber ohne, dass uns die Bilateralen den Bach abgehen. Und dann können Sie, Herr Schawinski, abstimmen. Ich wollte eine knallharte Umsetzung mit Kontingent, natürlich Hostzahler, Inländervorrang. Das ist ja der Punkt. Aber die Bilateralen gehen mir den Bach ab. Ist mir wurscht, weil wichtig ist, wenn ich Grossländer oder kenne ich mehr, oder je nachdem, wie das Gesetz rauskommt. Ja. Oder sie sagen, jawohl, ich will eine Einschränkung von der Einwanderung. Es ist mir einfach ein bisschen zu viel, es ist nicht mehr verträglich. Aber ich will mir die Bilateralen dafür nicht opfern. Und dann haben sie die Wahl. Mhm. Und das ist früher oder später wird jeder im Polizirkus auf das rauskommen, dass man, man kann die Leute natürlich noch eine Zeit lang anlügen und sagen, es gibt ja deren, die sagen, ja, das geht schon, man muss halt das machen mit einer Schutzklausel. Die EU wird, auch was Schutzklausel betrifft, wird sie, wenn sie eine Zahl drin hat, wird sie das nicht akzeptieren. Und ich sage noch etwas Letztes. Die EU ist im Moment mit der Schweiz nicht am Verhandeln. Nein. Wir haben kein Mandat von der Europäischen Union. Und die werden dann nicht verhandeln, solange das Problem mit England nicht gelöst ist. Wir können schon sagen, wir verhandeln. Die EU sagt dem Gespräche, oder? Man sagt so schön exploratorisch. Also man macht etwa das, was wir jetzt hier machen. Gut, also, Ihr Bundesrat, Herr Burkhardt, hat gesagt, ja, die Frist vom Februar 2017, ja, die kann man auch etwas verlängern. Ist das ein Statement gewesen? Nein, das ist nicht gut angekommen bei den Leuten. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Aber wieso macht er so etwas? Anderthalb Jahre vorher einen Monat verlängert. Was soll das? Man muss schon sehen... Verunsicherung wie nicht. Nein. Man muss ja schon sehen, wenn die Bilateralen selber, also Bestand von denen, die wir schon haben, und die Weiterentwicklung, Stromabkommen, Finanzdienstleistungsabkommen usw., da wird verhandelt. Da gibt es ein EU-Mandat.
Da laufen Verhandlungen. Und was der Didi Burkhalter eigentlich sagen will, ist, wenn wir also wirklich kurz vor einem Abschluss stehen, müssen wir nicht mit einer Verordnung kommen und denen die um die Ohren hauen. Das kann man doch dann sagen, wenn man da ist. Ja, haben Sie recht. Das ist völlig klar. Ich hätte das nicht gesagt. Es steht in der Verfassung. Der Parteipräsident kritisiert Sie. Wir haben kein Problem mit dem, der Didi Burkhalter und ich. Aber faktisch, in der Verfassung steht, am 8. Februar 2017 muss das Ding umsetzen. Reden wir über den Bundesrat. Das ist ja klar, es gibt Parlamentswahl, aber entscheidend wird sie auch, was ist denn auf Bundesratsebene die Folge. Sie haben zwei Sachen gesagt. A, haben sie gesagt, wenn die BDP nicht massiv zuleitet, dann sichert sie keine Basis für Frau Wittmann-Schlumpf. Alle Umfragen zeigen, dass die BDP ähnlich wird verlieren. Dann müssen wir aber zuerst zeigen, was ich da gesagt habe. Ja, das haben sie gesagt. Nein. Zeigen Sie mir da. Ja. Nein, ich habe etwas anderes gesagt. Ich habe gesagt, Zauberform, nicht Zauberbuchstabieren. Ich will einfach, dass man authentisch bleibt. Ich komme aber noch zum zweiten Teil. Dann kann ich den Antwort geben. Genau. Und der zweite Teil ist, Sie sind für einen zweiten SVP-Bundesrat, aber nur, wenn man die zwei wichtigsten aktuellen Kriterien von der SVP ableitet, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention und auch eben die Haltung in Sachen Bilaterale. Und der Toni Brunner gestern ist entsetzt gewesen. Alle haben das Gefühl, jetzt spielt der Müller macht jetzt ein neues Game. Und will zeigen, er ist ein bisschen unabhängig von der SVP. Ja, gut. Der Toni ist berufsentsetzt, oder? Das ist so. Das ist der Christian Löhr manchmal auch. Übrigens, ich auch. Man kann ja manchmal jemanden entsetzen. Aber jetzt zur Sache. Ich bin nicht bereit, eine Interpretation von einer Interpretation zu interpretieren. Was Sie jetzt gemacht haben, ist, Sie haben das Interview nicht gelesen. Ich habe es gelesen. Aber dann dürfen Sie nicht so etwas sagen. Was ich nämlich gesagt habe, ist ganz etwas anderes. Ich habe gesagt, wenn die Fraktion entscheiden muss, dann zumal, wir wissen ja noch nicht, wer die SVP wird nominieren. Übrigens gilt das auch für andere Kandidaten und Kandidatinnen von anderen Parteien. Die haben Sie aber nicht erwähnt. Nein, weil die Frage war ja genau die SVP. Okay. Ich bin gewöhnt, auf die Journalisten zu antworten, wenn sie fragen. Sie kennen das. Sie können sagen, wir machen das bei anderen, aber Sie haben es nur bei der SVP gesagt. Ja, weil die Frage auf die SVP bezogen war. Also, und was war Ihre Antwort? Die Antwort war, die Fraktion wird entscheiden und sie wird ganz sicher, und so steht es wortwörtlich, hart interviewen. Ja. Und da werden Themen kommen wie Menschenrechtskonvention, Es werden Themen kommen wie Verfassung, zwingendes Völkerrecht und bilaterale Verträge. Und wenn die das nicht auf FDP-Linie machen... Das habe ich nicht gesagt. Das ist genau der Punkt. Das habe ich nicht gesagt. Lesen Sie Sonntagszeitung-Interview. Und dann kann auch den Titel lesen. Sie haben gesagt, darum kommt der Herr Brandt und der Amtsschutz gar nicht in Frage. Herrgott Stern, Herr Schawinski, Sie wissen, wie Journalisten den Titel machen. Sind Journalisten, oder? Nein, im Moment, den Titel können Sie nicht autorisieren. Nein, ich weiß schon. Aber ist es nicht so, dass Sie eigentlich wetten, dann... Wieso wissen Sie das und behaupten das Gegenteil? Nein, was? Ich habe den Titel gelesen. Ja, aber der Titel... Wissen Sie doch, dass der Journalist den Titel macht, nicht ich. Aber die Frage ist nur, ob Sie sich jetzt ein bisschen distanzieren von der SVP und dann nach der Wahl gleich irgendwie ein bisschen einknicken und ein bisschen Wahlpropaganda machen und nachher gleich mit der SVP dann das schlucken, die Kröte und so. Wäre ja einfach, wenn ich jetzt einfach würde sagen, ja. Sie werden sicher Nein sagen, aber es wäre denkbar. Wie Sie haben gesagt, es gibt auch noch ein paar Gift. Ich weiss nicht, tun Sie Zeit nehmen, also mit uns reden mehr als ich. Und wie bin ich der Gast? Sie hören sich eben selber nicht zu. Herr Müller. Ich muss ja nicht reden, zum hören, was ich will sagen. Ist es denkbar, dass Sie so eine Figur machen? Nein, natürlich nicht. Also ich habe es. Ist erst das zweite Mal. Sie haben mir 17. Sie bessern sich. Zweite Mal. Ja, ist gut. Also es soll das letzte bleiben. Ich bin bekannt dafür, dass ich authentisch bin. Manchmal trampe ich halt rein. Es kann auch sein, dass ich bei Ihnen schon drei trampe bin. Sie schiessen mir eh alles um die Ohren nachher, mit diesen Bildern. Oder? Klar, ist ja okay. Die Antwort ist ganz klar, ob das die SP ist, wenn eine Frage kommt vom Journalisten oder SP. Ja. Sie können ja das fragen nachher, dann gebe ich Ihnen die gleiche Antwort. Oder SVP, ich tue die Frage beantworten, und die hat geheissen, was machen Sie mit einem SVP-Bundesrat, mit einem zweiten. Gut. Und da haben wir immer gesagt, da sind wir konsequent. Der Zauberformel, die drei stärksten Parteien, zwei Sitz, die viertstärkste ein Sitz, ist für uns wichtig. Aber es ist auch zu erwähnen, und das ist ganz normal, das weiß jeder, das weiß auch der Toni Brunner, Bundesratswahlen sind wie immer, auch bei Ständeratswahlen ist es so,
Personenwahlen. Und es käme ja auch niemandem. Was würde jetzt, sagen Sie, geben Sie mal die Wahl um. Was würde die SVP-Fraktion sagen, wenn wir einen Euro-Turbo servieren würden? Und sagen, liebe SVP, ihr geht einen Dreck an, was diese Frau oder dieser Mann für eine Vergangenheit hat, politisch. Wichtig ist jetzt, wir wenden und fertig. Der Didier Burkhardt ist ein Euro-Turbo. Und er ist der beliebteste Bundesrat. Und umgekehrt, der zweite Bundesrat, der Johann Schneider-Ammann, ist der Popularitätswert ganz weit unten. Und da frage ich mich, ist es, weil er nichts macht, zum Beispiel, oder der Franken freigegeben wurde? Oder ist er zu wenig sexy im Sinn von Philipp Müller? Ja, also Herr Schawinski, wer den Hannes Schneider kennt, und ich kenne ihn gut, der weiss, also erstens, das sollte er auch Sie wissen, wenn die Nationalbank die Anbindung an Euro aufgeht, kann auch ein Bundesrat nichts machen. Aber soll er auch nicht machen. Aber er könnte nachher etwas machen. Und macht nachher Sie sagen einfach, er macht nichts. Er hat nichts gemacht. Das ist eine reine Behauptung. Was hat er gemacht? Ja, jetzt Moment. Ich will es ja gerne sagen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er mal mit allen Firmen geschwätzt hat. Ja, das ist aber wichtig. Ja. Nein, Herr Gottsteiner, das ist doch das Wichtigste. Ich muss doch, wenn ich Bildungspolitiker bin, mit den Lehrern reden und sagen, was haben die für ein Problem. Was machen? Was er macht. Er hat zum Beispiel beschlossen, dass man 18 Monate Kurzarbeitversicherung beziehen kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man nicht sofort Personal abbaut auf der Stelle. Alle, das sind Pflästerli. Oder? Nein, das sind nicht Pflästerli. Ja. Da hat bei der letzten Krise im Euro, wo er 1,60, 1,20 runtergefallen ist, hat das Wunder gewirkt, dass die Firmen die Belegschaft nicht dezimiert haben, weil das grösste Kapital, das Firma hat, ist immer noch Belegschaft. Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Aber ich sage nur, das ist eine sehr wichtige Maßnahme, die er postwendig gemacht hat. Gut, also, schauen wir doch noch den Wahlbarometer an. Dort stehen Sie eigentlich gut da, als potenzieller Gewinner. Sendung vielleicht nicht mehr. Ich glaube auch nicht, aber immerhin. Sie haben aber gesagt, sie wollen nicht nur gewinnen, sondern sie wollen auch die SP wiederholen. Wenn jetzt das Resultat wäre, wo die SP immer noch klar vor ist, würde sie sich dann als Gewinner oder als Verlierer sehen? Ja, das kommt auf den Moment an. Also, meine, wenn man anschaut, was wir hatten, vor 4 Jahren, sieht es ein bisschen nach Gewinner aus. Aber die SP überholen, das wäre natürlich Sahnehäubchen drauf. Oder? Aber Sie haben gesagt, SP, die haben Sie ja ziemlich attackiert und haben gesagt, Ihren ist menschlich, immer Ihren ist sozialdemokratisch. Das war ein Plagiat von wem? Das war ein Plagiat vom Strauss. Franz Josef Strauss. Also, Sie haben einmal ein Plagiat benutzt. Und vor allem frage ich mich. Das ist doch kein Problem. Nein. Aber warum sagen Sie, Ihren ist immer. Übrigens, Sozialdemokraten Ihren immer. Wieso tun Sie dann sehr oft mit denen zusammen gleich stimmen? Wir stimmen dann mit denen zusammen, wenn sie die Ideen, die wir politisch haben, unterstützen. Das ist beispielsweise. Dann ihren das also nicht immer. Oder sie ihren immer. Nein, es gibt. Manchmal hat auch die Sozialdemokratie einen leichten Moment. Das gibt. Aber Sie wissen, ich habe immer an diesem Tag, an diesem Parteitag in Susi, habe ich ein anderes Zitat gebracht. Und da von Churchill, das hat mir auch sehr gut gefallen. Nämlich? Die Zeit ist zwar rum, aber sagen Sie das. Das wollen wir jetzt uns auf der Zunge vergalen. Kann man es noch bringen? Ja, ganz gut. Kapitalismus ist die ungleiche Verteilung von Kapital und Sozialismus ist die schön gleiche Verteilung von Armut. Gut, okay. Original Churchill. Habe ich aber auch gesagt, weil wir haben ja da nicht Sinn. Genau. Okay, danke vielmals, Herr Müller. Also Ihnen wünsche ich viel Erfolg. Morgen Abend dann über das Flüchtlingsdrama, das immer weitergeht in Europa. Die Sendung gibt es erst wieder in 2 Wochen, nächste Woche auf dem Sendeplatz Eco Talk. Wir würden uns wieder sehen in 2 Wochen, und zwar mit dem Christian Löwra von der SP. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen ganz eine gute Woche und ganz einen schönen Abend.